So, ich würde mal sagen, wir haben mal wieder Imperiumsturzzeit. Ein Imperium muss wieder gestürzt werden, irgendeins. Am besten nicht wir. Und wir machen daher weiter bei Nineve. Ja, ich wusste schon letztens nicht, wie man es ausspricht. Ich denke mal Nineve. Alles klar, dann schauen wir mal rein. Oh, Assyrer. Na gut. Ninive 612 vor Christus. Die Assyrer sind aus Babylon vertrieben worden. Das Blatt hat sich nun gewendet. Die Assyrer haben sich hinter die mächtigen Mauern ihrer Hauptstadt Ninive zurückgezogen. Ah, es ist eine Stadt. Ah, da sieht man es auch. Vernichten Sie das Weltwunder von Ninive, um die Macht der Assyrer für alle Zeiten zu brechen. Wenn nötig, vernichten Sie alle assyrischen Verbündeten, die sich Ihnen in den Weg stellen. Ich will nicht Weltwunder kaputt machen. Es ist immer so ekelhaft. Hinweise: Vernichten Sie die schwächsten Armeen schnell, da diese die Ressourcen kontrollieren, die Sie benötigen, um das Spiel zu gewinnen. Rumpa, bumpa. Katapulte sind für einen erfolgreichen Kampf gegen die Assyrer entscheidend. Verwenden Sie sie geschickt, um das babylonische Reich zum Sieg zu führen. Ich habe gerade zum Krieg zu führen gelesen. Haha. Okay. Geschichtliche Anmerkungen, falls es wen interessiert, einfach auf Stopp drücken und dann legen wir los. Wow, wir haben einen Turm. Wir werden euch alle vernichten. Ne, da unten geht's weiter. Ja, nicht schlecht. Haben wir auch ein Dorfzentrum? Ich glaube, das ist das Problem bei unserer Stadt. Das dachte ich mir schon irgendwie. Aber wir haben... Ja, wir haben... einiges an Ressourcen im Voraus. Aber ich hätte trotzdem gerne ein paar Leute, die ja was bauen. Alles blöd. Nun gut, was bauen wir? Angriffsreichweite verbessern ist gut. Das ist eine Idee. Ein bisschen die Einheiten verbessern. Ich glaube, Infanterie werden wir hauptsächlich. Nee, Bogenschützen sind auch eine... Leute. Denkt dran, wir haben keine... keine lieben Dorfbewohner, die euch reparieren. Oh. Jetzt geht sowas schon wieder los. Als hätte ich das letztes Mal nicht schon machen müssen. Lauf! Fahr! Boah, fuck! Zurückkommen, bitte! Na. Ach Mann, es ist doch alles gemein. Wow. Scheiße. Das ist doch nicht mehr fair. Katapultriere eigentlich als erstes, weil die macht böse Aua. Zu böse Aua, wenn ihr mich fragt. Okay, und die einfachen Gegner sollen Ressourcen für uns bereit haben. Das ist ja schon mal eine nette Nachricht, muss ich sagen. Fahrt mal wieder aus dem Weg, das Schiff möchte etwas sehen. Dankeschön. Ja. Was bauen wir denn? Wir haben auch eine Kaserne, oder? Dann würde ich mal sagen, erfinden wir die Legion. Die sind für Nahkämpfer immer eine gute Wahl. Und dann bauen wir noch Bogenschützen, und zwar die Kompositbogenschützen dann. Das ist, denke ich, mal eine gute Kombination an Einheiten. Dann brauchen wir... Katapult. Ich mag keine Katapulte. Katapulte sind böse Geschöpfe. Ungezähmt sind sie unglaublich böse. Kriegt ihr das Ding? Ja, sie kriegen es. Was? Die waren mir vorher nicht feindlich gegenüber gesinnt. Und ganz ehrlich, spätestens das Katapult war eine Kriegserklärung für mich. Können die sonst noch so kommen? Hier gibt's Fisch? Also Nahrung könnten wir uns rein theoretisch trotzdem holen. Und Gold eigentlich auch, wenn es hier einen Gegnerhafen gibt. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Wo kommt denn das Transportschiff auf einmal her? Boah! Das hört doch gar nicht mehr auf. Ist das normal? Haben die einen Hafen? Ja gut, ich habe ja gesagt, es wäre schön, wenn sie einen Hafen haben. Ich nehme alles zurück. Ist ja gut. Ich sag's auch nie wieder. Von mir aus.
dass wir auf solche schmutzigen Tricks zurückgreifen müssen. Wahnsinn. Das passt dir überhaupt nicht zu mir. Ich hasse euch, liebe Gegner. So. Es werden immer mehr Türme. Phalanxen? Leck mich, das ist doch gemein. Und Katapult-Trirem dürfen wir selbst nicht erforschen, oder? Na, oh, Junge, fahr doch einfach unten lang. Nein, weil die Babylonier nicht so toll im Schiffsbau sind. Der schießt nicht zurück. Manchmal muss man die Reichweiten echt verstehen. Oder gibt es ja sowas wie Sichtlinien. Würde mich wundern. Belagerungsschmiede. Katapult. Steinwerfer ist ja gut. Wir können nur Kurzschwertkämpfer bauen. Ich würde mal sagen, wir haben einen kleinen Notstand. Woran ich das sehe? Naja. Ich könnte auch paranoid sein. Scheiße. Stimmt, Babylon ist doch so ein Priestervölkchen. Das ist doch gar keine schlechte Idee, einfach mal ein Priesterchen rauszulassen. Ich glaube, das hört ja gar nicht auf. Ich hasse diese Mission jetzt schon. Alles blöd, alles doof. Man reicht dem einen aus, um ins andere reinzufahren. Diese Politik gefällt mir nicht. Ah, zum Glück greifen die da unten noch nicht die Basis an. Das wäre ja noch schöner. Okay. Wir brauchen jetzt schnell einen Plan. Das bringt mir alles nichts. Nochmal Infanterie verbessern. Das könnte vielleicht helfen, da wir jetzt dann doch mit Hopliten und Kurzschwertkämpfern doch einiges machen. Hopliten nehmen wir dann doch. Okay, entschieden. Und wir brauchen mehr Schiffe, wenn das jetzt überhaupt noch was bringt. Weil langsam habe ich ein bisschen, ganz kleines bisschen die Zuversicht verloren. Wir hätten auch die Türme weiterentwickeln können. Den einen. Das hat so viel gebracht, nicht wahr? Naja, solange der da oben ruhig ist und keinen Stress macht, soll er von mir aus existieren. Rein theoretisch könnte ich doch mein Katapult da unten hinsetzen. Oder dahin und er schießt er da hoch. Ich probiere es mal aus. Wenn ein Gegnerkatapult ist, dann setze ich sofort zurück ins Schiff und mache das mit den Schiffen kaputt. Und wir könnten echt dann mal später an Fischerboote denken. Ich glaube, die Ruhepause, die wir den Gegner gerade lassen, wir sollten, glaube ich, kontinuierlich Druck aufbauen. Auch wenn wir schwächer sind in jeder Hinsicht, sollten wir kontinuierlich Druck aufbauen. Damit der sich jetzt nicht wieder aufbauen kann. Der hat garantiert auch Gebäude. Und er hat bestimmt Ressourcen zum Abbauen, im Gegensatz zu mir. Besser gesagt, er hat Dorfbewohner, die das machen. Ach ja. Immer alles so unfair. Noch ein Kurzschwertkämpfer, noch ein... Na gut, Kompositbogenschütze, ist noch keiner draußen. Wo ist mein Katapult? Da ist es noch nicht eingeladen. Das machen wir extra. Dann probieren wir mal, inwiefern das funktioniert. Geh mal rein. So. Dann gehst du mal da runter und schaust, ob du von dort aus da hochschießen kannst. Wenn nicht, dann lasse ich dich ein Stückchen weiter hoch. Ich hoffe, du wirst da nicht angeballert. Hallöchen. Sehr schön. Priesterchen, komm mal her. Ich brauch dich gerade mal. Ja, Priester bewegt sich schneller, gefällt mir. Ich glaube, ich habe meine Dorfbewohner entdeckt, die ich haben will. Das ist doch eine gute Nachricht. Denn Holz gibt's ja auch jede Menge. Die müssen sich dann erstmal freihacken, klar. Aber hey. Und... Ach, er baut's noch. Er baut's noch. Scheiße, wir haben bald die Zeitbegrenzung. Das habe ich ganz vergessen. Ich wollte schon gerade sagen, hey, es gibt ja gar keine Zeitbegrenzung. So viel dazu. Okay. Erectus. Viagra hilft. So. Lieber Priester, beschere mir ein paar schöne neue Dorfbewohner. Nicht weglaufen.
Ihr seid doch Schweine. Ja, er kann nicht, er kann nicht. Ich weiß nicht, ob es so sehr sinnvoll ist jetzt. Da hinten ist ein Wall. Ja, gute Frage. Krieg ich hier eine Lagergrube hin? Oh, fuck! Nein, nicht mein Priester. Den brauche ich noch für allerlei Zwecke. Ha, der steckt fest. Ja, tolle Arbeit. Ich muss sagen, das war das sinnvollste und geplanteste Landungsmanöver, das ich jemals in meinem historischen Leben gesehen habe. Ihr seid doch alles Trottel. Oh, jetzt fahre ich wieder in den Stein rein. Und ich muss mich noch beschweren, dass ich irgendwie Mist sehe. Kann ich dich irgendwie rüberlocken, bitte? Ansonsten muss ich ja wirklich sagen, ich fäll mich hier durch. Das wird lustig. Dorfzentrum wäre das Schönste. Es klappt, es klappt, es klappt, es klappt. Ich kann ein Dorfzentrum hier hinbauen. Einziges Problem ist, ich hoffe, dass die von der Seite rauskommen. Dann kann ich nämlich noch ein paar mehr Dorfbewohner bauen, die dann umso schneller hacken. Plan. Ja, dann brauche ich mir um Holz schon mal keine direkten Sorgen mehr zu machen, wie es aussieht. Das ist an sich ja mal eine tolle Sache. Gefällt mir. Wow, wieder Mr. Stein. Der mit dem Stein tanzt. Hallo. Wieso hast du so viele Bogenschützen? Das sind die Assyrer, oder? Ja, Feind. Feind sind Assyrer. Okay. So. Ja, Assyrer und ihre Bogen. Aber die schießen nicht so schnell, wie ich es von den Assyrern gewohnt bin eigentlich. Also vielleicht sind es doch keine echten Assyrer. Ach, ich habe nicht das nötige Zeitalter, um nochmal ein Upgrade zu machen. Okay. Der baut weiter, oder? Ja, er baut kontinuierlich weiter. Was machst du denn schon wieder? Hast du denn kein Gewissen? Das muss doch nicht ständig so gehen. Ja, und er hat schon bessere Schwertkämpfer, das nervt. Ha, er kommt hier raus. Sehr schön. Und noch einer, bitte. Und weshalb baue ich hier meine Zweitbasis dann auf? Wenn genug Platz ist, baue ich hier noch eine Kaserne hin. Ah, sowas ist herrlich. Gut, aber das wissen wir gleich. Also beim nächsten Mal können wir das gleich von Anfang an machen und schnell den Priester rüberschicken, falls wir das jetzt nicht schaffen. Aber erstmal machen wir das Türmchen hier noch kaputt. Einfach nur, weil es stört. Ja, die Nahrung fehlt uns, um jetzt das nächste Upgrade zu machen, leider. Hey, hallo. Willkommen auf unserer Seite. Also Schiffe können wir bald genug ausbilden. Das Holz geht gut rein bald. Hallo, mein Freund. Wie geht's dir denn so? Da der mit seinen Schiffen nicht mal so wirklich gefährlich ist, baue ich mal ein Handelsboot. Ist ein Plan. 6 plus 2. Ja, er kann es anschießen. Du schießt das hier an. Kriegst du das hier? 7 plus 1. Nein, das ist die gleiche Reichweite. Beides ist 8. Ja, Mathematikkenntnisse machen sich in diesem Spiel bezahlt. 6 plus 2. Verdammt. Gibt mir kein Hilfsmittel, Tafelwerk, Taschenrechner oder sowas. Ach ja. Jetzt wird es langsam eng mit dem Platz. Die 4 müssen erstmal reichen. Das Ding können wir eigentlich auch mal fassen. Das kostet Nahrung. Ach, ein normales Handelsboot reicht. Dann tauschen wir Holz. Haben wir dann genug? Gegen Gold. Sobald ich dann da unten durchkomme, kann ich ja sogar mal mit den Gedanken spielen. Ich kann so langsam echt mit den Gedanken spielen, hier einen Katapult abzusetzen. Das habe ich ja noch da, oder? Sobald das Ding weg ist, mache ich es dann. Weil ich glaube, das könnte mich noch anschießen. Und Holz gegen Gold. Holz haben wir genug, da haben wir hier Holz. Also da, das Holzproblem von letztens haben wir nicht. Da haben wir dort, da ein großer Wald, da ein großer Wald. Ich bin echt am überlegen, ob ich ein Speer kaufen will und mal darüber gucken. Aber ich glaube, das kann. Die Insel ist so klein, das kann doch ein normales Inselchen machen. Kann sich ja nur noch um Jahre handeln. Nahrung kriege ich aber eigentlich derzeit durch Fischerboote rein, wenn ich das geschickt anstelle.
Machen wir auch ein paar. Dann kriege ich schon mal Nahrung und Holz. Und das ist eigentlich schon mal das, was ich für die einfachen Bogenschützen brauche. Nicht schlecht. Hallo, Elefant. Hallo, noch ein Elefant. Und viele Bäume. Richtig. Hätte ich auch gesagt. Ja, so langsam können wir dann noch einen weiteren Holzfäller holen. Gut, dass die auf der anderen Seite... Ich glaube, weil da gar kein Platz ist, oder? Richtig. Ach, da wollte gerade noch ein Boot hinbauen. Alles klar. Los, ihr seid stärker, ihr seid besser, ihr seid toller und ihr seid schöner. Macht sie fertig. Wobei ich jetzt auch keine großen Ausweichspielchen machen. So, jetzt wird gefischt. So, das Ding ist gleich kaputt. Dann geht's an das Eingemachte. Du hackst mit Holz, bitte. Und noch ein Holzhacker. Und was kostet das Upgrade? Ja, das ist günstig. Dann machen wir die Fischerboote noch besser. So. Kann sein, dass du langsam... Ich immer, wenn ich rüberschaue, hast du für mich gefühlt die gleichen Lebenspunkte. Ja, Priester sind halt was Leckeres. Dann machen wir noch einen. Weil ich glaube, Babylon hat irgendwas... Wenn ich halt... Habe ich das irgendwo da? Ich muss mich gerade umgucken. Habe ich irgendwo... Jetzt bin ich mal interessiert. Moment. Nee, ich finde es gerade nicht. Verdammt, ich dachte, ich hätte hier irgendwo in der Nähe das Ding aufgestellt. Naja, egal. Katapult, kriege ich dich hier abgesetzt. Oh yeah. Gut, da unten ist nicht ganz das, was ich geplant hatte, aber es kommt nah ran an meine Wünschvorstellungen. Ja, die Wünschvorstellungen, die guten alten. Du bleibst mal hier und hältst Position. Nein, Position halten und wegfahren gehen. Au. Das war auch wieder der Befehl des Jahres. Wie schaut's hier aus? Die werden nämlich sich bald ziemlich gut durchhacken. Bald werden die auch von den Türmen angegriffen werden. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich habe gehört, das ist ungesund. Die Gerüchte gehen um. Kausieren, ne? Kann das sein, dass das richtig ist? Ach, egal. Gerüchte hausieren, so war das doch, glaube ich. Genau. Ich jetzt auf Kausieren kommen, keine Ahnung. Ich müsste jetzt spontan nachdenken, was das überhaupt ist. Warum hast du eigentlich so viele verschiedene Unterwäschen? Hä? Warum hast du eigentlich so viele verschiedene Wachtürme? Wie zum Teufel wollte ich jetzt mit U anfangen? Wie zum Teufel kam ich dann sofort auf Unterwäschen? Verflucht! Ich glaube, ich muss mein Gehirn neu überschreiben lassen. Irgendwo hat sich ein Fehler eingeschlichen. So langsam. Kommen wir der Sache näher. Bald haben wir unsere Dorfbewohner. Dort, wo wir sie haben wollen. Er repariert das Haus. Undankbarer Job. Reparieren, wieder kaputt. Reparieren, wieder kaputt. Reparieren. Du würdest dich auch denken, ihr Wichse. Ich glaube, es wird mal Zeit, das Rad zu erfinden, was? Unser Steinwerfer hat zwar Räder, aber ich glaube, die waren schon da. Bevor der Erfindung. Das war gestohlene Technologie. Mehr Häuser. Ja, dafür brauchen wir Dorfbewohner. Wir könnten da Häuser bauen, aber das macht man, sobald mehr Platz da ist. Hier ist noch ein zweites Katapult. Das hätte ich trotzdem gerne drüben. Dankeschön. Und ein Fischerboot haben wir auch noch. Das kann dahinter gehen. Das ist gerade meine einzigen Nahrungsbringer hier, die Fischerboote. Ach, da ist auch der Priester drin, oder? Das ist gar keine so schlechte Idee. Vielleicht kriege ich auch den Dorfbewohner bekehrt. Sobald die beiden Türme kaputt sind, muss ich mal schauen. Nicht den Dorfbewohner anschießen. Oh, boah, irgendwas habe ich die jetzt aggressiv gemacht. Schieß die ab, scheiße, scheiße. Och man, die Katapulte wachsen doch nicht auf Bäumen. Na gut, in Age of Empires könnte ich es mir vorstellen, aber eigentlich nicht. Warum kommen jetzt auf einmal so viele? Ja, Hauptsache wieder von allen Seiten. Thank you.
Ich möchte jetzt nicht gegen alle gleichzeitig kämpfen. Na, ich glaube, ich baue gerade noch ein weiteres Kampfboot, oder?